Dann, wir haben uns zu einem wichtigen Thema getroffen heute, Christian. Ich bin schon etwas aufgeregt, muss ich gestehen. Ja, es hat sich ja so viel getan in den letzten Wochen und die große Frage ist, wie können wir damit umgehen? Ja, erstmal für diejenigen, die Christian noch nicht kennen: Christian Rieken ist ein Urgestein in der Coaching-Branche. Seit 3 Jahrzehnten bist du unterwegs und du bist ehrlich, ja. Du nimmst kein Blatt vor den Mund. Und das Schöne ist, dass du aus dem Herzen heraus handelst. Ja. Mit deiner Frau bist du seit vielen, vielen Jahren auch in einem Seminarbetrieb, ja, unterwegs. Wer euch noch nicht kennt, der muss unbedingt, ja, nach dem Interview dann auf Human Essence gehen und sich die Sachen angucken. Also das schon mal gleich vorab. Aber lass uns erstmal fokussieren. Ja, Christian, willst du noch dazu was sagen? Willst du Naja, deine Einleitung vielleicht vertreibe ich ja auch alle mit meiner Ehrlichkeit. erklären? Ja, also es ist eine Ehrlichkeit, die glasklar ist, aber meines Erachtens braucht es genau jetzt in dieser Zeit umso mehr ehrlicher Menschen. Ja, also ehrliche Menschen, umso mehr ehrliche Menschen braucht es in dieser Zeit, wo man nicht mehr weiß, okay, wem kann man noch trauen? Welche Informationen sind zuverlässig? Kann ich meiner Intuition trauen? Ja, kann ich den öffentlich-rechtlichen oder wie Rüdiger Dahlke so schön sagt, unrechtlichen trauen? Ja, wie geht man mit dieser Ungewissheit um? Ja, dass wir nicht wissen, welche Informationen sind zuverlässig? Und das ist genau der Punkt, worüber wir sprechen. Manche sind verzweifelt, manche sind wütend, manche sind überaktionistisch, manche sind phlegmatisch. Ja. Aber jetzt lasse ich Ja. dich mal zu Wort Ja, kommen. also vielleicht erstmal vorweg danke für die Einladung und schön, dass ihr alle da seid, wie viel ihr jetzt auch immer seid. Ich kann es ja gar nicht sehen, aber ist nicht so wild. Ich freue mich über jeden Einzelnen, weil das ist ja auch immer Lebenszeit, die investiert wird. Und ich würde mir wünschen, wenn ich den einen oder anderen inspirieren kann. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang. Ich habe absolutes Mitgefühl mit dem gesamten Leid, was durch Corona entsteht, egal ob es jetzt Tote waren oder ob es Kranke waren. Ich habe selbst eine sehr schwere Virusinfektion mit meiner Frau zusammen gehabt Anfang des Jahres. Wer weiß, was es schon war, ja. Und wir wissen auch, wie sich das anfühlt. Ich möchte es deshalb sagen, weil im Moment natürlich die Emotionen sehr, sehr hochschlagen. Ja, ich habe das gemerkt. Ich habe jetzt seit 3 Tagen auf Facebook sehr, sehr lange Artikel geschrieben auf meinem Account. Kann jeder gerne mal gucken. Und der erste ist jetzt irgendwie um die 2000 Mal fast geteilt worden. Vielen Dank auch dafür an alle. Und ich habe das gar nicht beabsichtigt, weil ich hatte einfach das Gefühl, mir reicht es jetzt langsam. Ich will auch gar kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Ich gehöre also zu den Coaches und Trainer, die im Moment nicht nur Blümchen verteilen, sondern auch Bock haben, mal darüber zu sprechen, was wirklich los ist. Ich vermisse viele im Moment. Ich vermisse viele Menschen, die sehr, sehr großen Einfluss haben, die große Influencer sind und nichts tun, die einfach so, ja, als wenn nichts passieren würde im Moment. Und vielleicht liegt es aber auch daran, dass das alles, was ich hier heute sage, natürlich meine Meinung ist. Ja, ich will nichts runterspielen und ich will aber auch nichts verherrlichen, sondern mir sind einfach ein paar Sachen aufgefallen, die überhaupt nicht mehr zusammenpassen und die bestätigen vieles, 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 was schon viele Jahrzehnte läuft. Und das Erste vielleicht, wo ich mal anfangen möchte, ist, dass wir definitiv nicht nur lernen müssen zu überprüfen, was wir hier oben denken in unserem eigenen Kopf, ja, über uns, über das Leben und über all die Dinge, die um uns herum sind, weil da wird sehr viel gesponnen, weil das beruht auf Schutzmechanismen in uns und auf alten Erfahrungen und so weiter, die nicht mal oftmals zu uns gehören, sondern auch noch überliefert wurden. Also oft, es ist mehr als häufig, dass unsere Mama noch in uns denkt oder unser Papa noch in uns denkt oder unser Großvater noch in uns denkt und gar nicht wir selber. Und ich möchte im Grunde genommen mit dem heutigen Gespräch auch ein Stück weit auffordern, so wach zu werden, selbst zu denken und selbst zu hinterfragen, was da ist. Ich bin kein Experte, was Viren betrifft. Ich bin auch kein Krisenexperte oder so etwas. Ich werde da letzt, also ich habe ja schon auch einen schönen Shitstorm bekommen die letzten Tage. Und ich finde das ganz wunderbar, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, aber ich habe mich nie als Experte für diese Dinge ausgegeben. Und ich glaube, dass es sehr viele gute Experten gibt mittlerweile. Und glücklicherweise sind noch nicht alle Kanäle stumm geschaltet und auch nicht alle Videos rausgenommen worden. Das ist wunderbar. Man kann sich also auch bei YouTube von allen Seiten sehr, sehr gut informieren. Und ich möge auch gleich mal auffordern, das zu diesem brisanten Thema
zu tun beispielsweise. Ja, Schwindelambulanz Sinsheim beispielsweise, wunderbare Information. Aber im Moment gibt es sogar in den öffentlichen Rechtlichen die ersten großen Fragezeichen sozusagen, ob das Markus alles Lanz, ist. Ja, also wer da recherchieren ja. will, Markus Lanz ist schauenswert. Ja, ja. Was mir auffällt, du hast ja gefragt, wie man damit umgehen kann. Naja, weißt du, jeder geht so mit den Dingen um, wie er gestrickt ist. Das heißt, das Erste, was wir hier jetzt mal gucken können, wir dürfen erkennen, das ist ein Verstärker, ja, ein Verstärker von dem, wie wir eh drauf sind. Und jeder darf jetzt mal erkennen, wie ist er so drauf? Weil es ist so ein bisschen, als wenn so die Hebel hochgestellt wurden im emotionalen Bereich. Das heißt, im Nervensystem ist mehr Aktivierung denn je, ja. Und wir gehen mit dieser mehr Energie durch Aktivierung in unserem Nervensystem, ich erkläre da bestimmt noch ein bisschen mehr zu, jetzt so um, wie wir es gewohnt sind, umzugehen. Ja, also bei vielen ist es die große Flucht in die Verdrängung, bei dem nächsten ist es die große Flucht in Analyse, in nur Nachdenken. Der nächste hängt in seinen Emotionen fest und weiß mit seiner Angst und mit seiner Unsicherheit oder mit seiner Wut im Moment gar nicht mehr ein noch aus. Es zeigt dich selber. Deswegen ist die erste Aufforderung hier schon mal jetzt direkt für jeden Einzelnen zu spüren, wer bin ich jetzt? Ja, ich glaube, diese Frage, wer bin ich, kann man jetzt extrem gut beantwortet bekommen. Wie gehe ich mit solchen Sachen um? Ich persönlich glaube, dass jeder im Moment Angst hat. Jeder. Ich glaube, dass in jedem Nervensystem im Moment Angst ist, aus den unterschiedlichen Gründen. Die einen haben immer noch Angst vor der Grippe oder vor dem Virus oder wie wir es auch immer jetzt nennen möchten. Andere haben Angst vor den wirtschaftlichen Dingen, die kommen, obwohl wir im Moment, glaube ich, noch gar nicht absehen können, was wir uns da gerade selber tatsächlich verbocken. Und andere haben Angst vor Aliens, habe ich auch ganz viel jetzt von gehört, und vor bösen Mächten. Und also es gibt ganz viele Variationen. Und es ist auch gar nicht so, dass man das bewerten kann. Es geht einfach nur mal darum, vielleicht den gemeinsamen Konsens zu finden. Und damit meine ich jetzt nicht die, die ganz abgespalten sind von ihrem Fühlen und von ihrem Spüren. Gibt es auch einige. Das sind die, die jetzt sagen, ich habe keine Angst. Ist okay, ist auch okay. Aber wir finden, wenn wir tief in uns eintauchen, und damit meine ich in den Körper eintauchen, eine gemeinsame Komponente im Moment. Und das ist eine übersteigerte energetische Reaktion im Nervensystem. Und wir nennen das oftmals, wenn wir es interpretieren wollen, Angst, Spannung, Unsicherheit und so weiter. Und darauf können wir uns schon mal einigen. Da haben wir mal endlich was Gemeinsames wieder in dieser im Moment doch zerklüffenden Zeit, wo man das Gefühl hat, die Nation spaltet sich so in verschiedene Tortenteile. Und wenn man sich nur mein Post anguckt mit, glaube ich, fast 2000 Kommentaren, dann wird Maske, man auch... Oder? Also ich habe ihn geteilt und ich hatte sofort genau. Hater. Ja, ich habe die alle gelöscht, weil ich dachte, brauche ich nicht. Gleich geguckt, wer das ist, entfreundet. Das ist ganz wichtig, ne? Dass wir verstehen müssen, was da gerade passiert. Und du beschreibst es sehr schön. Also wenn man eine Orange quetscht, was kommt raus? Das, was drin ist. Ja? Das drin heißt, ist, genau. Sehr, sehr wütende Menschen, sehr aggressive Menschen haben genau jetzt mehr von dieser Emotion. Sehr traurige Menschen, phlegmatische Menschen, ja, die sind dementsprechend auch stark jetzt belastet. Ja. Ich finde es sehr gut, dass du nochmal unterteilst und sagst, okay, es gibt die Leute, die stehen zu ihrer Angst, die spüren ihre Angst, und es gibt die Leute, die können sie nicht spüren, warum auch immer, ohne Wertung, geht das auf seinem höchsten Entwicklungsstand, aber auch die Leute haben Angst. Und viele, die jetzt von uns professionell unterwegs sind, die sagen, ich habe keine Angst, aber meine Klienten haben Angst, ja, oder mein Umfeld hat Angst, denen sei gesagt, hey, das ist häufig nur ein Spiegel, ja, irgendwo in dir ist natürlich auch Angst, und du hast eben schon die Gründe genannt, ja, ob das in die eine Richtung geht oder die andere. Und wichtig ist, das erstmal anzuerkennen, weil nur von dort aus können wir weitergehen. Ja. Ja, ich war ja jetzt noch nie so ein Trainer oder Coach, der irgendwo versucht, über meinen Klienten zu stehen oder irgendwie was zu werden, dass ich von oben herab oder ich wüsste es besser oder ich bin hier geheilt und ihr nicht. Ich halte das alles für den gröbsten Schwachsinn, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich natürlich das, was ich heute bin, durch meine ganze eigene Leidens- und Heilungssuchgeschichte geworden bin und nicht, weil ich irgendwann mal den Beruf gewählt habe. Ich werde jetzt Psychologe, weil ich glaube, ich weiß, wie ich der Welt helfen kann. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Psychologen sehr genau darüber nachdenken sollten, warum sie das geworden sind. Und
ich bin auch Therapeut und Coach geworden, weil ich selber einen Arsch voll Probleme hatte mit meinem Leben, mit meinen Emotionen und so weiter. Und ich sitze mit jedem hier in einem Boot. Ja, das ist, für mich geht es um Gemeinsamkeiten finden, um Verbundenheit finden und nicht um Trennung. Trennung haben wir genug. Wir lassen uns genug verarschen von Medien. Wir lassen uns belügen, betrügen von Politikern, von Medien, seitdem es das gibt. Ja, und es wird immer noch nicht erkannt in vielen Bereichen, und das hat nichts damit zu tun, dass die Menschen dumm sind, sondern das hat etwas damit zu tun, wenn sie ihre eigene Identität in Frage stellen würden, also auch das Glauben, was sie in Frage, also das, was sie glauben, in Frage stellen würden, dann würde es ihnen noch mehr Unsicherheit geben im eigenen System, als sie eh schon haben. Und wenn du mich fragst, was ist die größte Krankheit auf diesem Globus, dann ist das Unsicherheit und Angst. Ja, wir sind alle zutiefst verängstigt in unserem Nervensystem und jeder hat unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Ich war früher ein total cooler, abgeschaltener Sack. Ich war ein Arschloch hoch 10, auf gut Deutsch gesagt, ja, bis es mich dann komplett zerbrezelt hat und ich vom Leben zermürbt wurde durch Angst und Panikstörungen und alles Mögliche und Demut auch kennenlernen durfte und einfach auch gucken konnte, was ist eigentlich in mir drin. Ich durfte meinen Körper wieder zurückerobern, ich durfte das Fühlen wieder zurückerobern, ich durfte meine Instinkte, meine Körperweisheit wieder gewinnen. Das ist das, was wir heute weitergeben. Vielleicht sind die Leute deshalb so gerne bei uns, weil wir es erfahren haben. Für meine Frau gilt das ganz genauso. Aber ich kenne sehr gut die andere Seite. Und diese andere Seite ist auch entstanden durch Trauma und durch einen kleinen Junge, der ganz viel Angst und Unsicherheit hatte und ein Kind letztendlich, das Dinge erlebt hat, was man vielleicht nicht erleben muss unbedingt. Und vielen Menschen, denen es heutzutage, die sich manchmal fragen, ja, aber meine Kindheit war alles super und toll und ich fühle mich einfach gut, ja. Aber es ist leider Gottes eben halt nicht so einfach zu beantworten. Es hört nicht mit unserer Geburt auf. Vieles in uns ist transgenerativ und in einer Wohlstandsgesellschaft, wie wir sie in den letzten Jahren zelebriert haben, damit ist jetzt vorbei erstmal. Das möchte ich schon mal definitiv bemerken. Da wird sich einiges tun. In so einer Wohlstandsgesellschaft kommen wir eben halt auch mal an in dieser höchsten maslowischen Pyramidenebene, wo wir sagen können, hier geht es um Selbstverwirklichung und Selbstverwirklichung heißt auch Selbstreflexion und hier sind die Menschen etwas anders unterwegs. Das heißt, sowas wie transgeneratives Trauma darf auch erstmal bewusst werden. Ja, wir kommen erstmal ganz langsam an bei uns. Und dabei, glaube ich, kann uns diese sogenannte, ich sage ganz bewusst, hausgemachte Krise im Moment sehr helfen. Denn es wird uns in den nächsten Wochen international gewahr, was hier an maßlos überzogenen Dingen gelaufen sind und wie wir uns maßlos selber geschwächt haben, wie wir uns das Immunsystem maßlos selber geschwächt haben durch Angstparolen und durch diese ganzen Dinge, die jetzt hier laufen. Ja, und wer weiß, was da für Strategien hinterstecken. Und eine Sache, wo ich wirklich wütend geworden bin, war der Moment, wo wir hier letztendlich die Grundgerechte so abgesagt bekommen haben, dass wir uns nicht mehr versammeln dürfen. Mal ganz ehrlich, was spricht denn dagegen, im Abstand von 1,50 Meter sich zu versammeln? Gar nichts, ja, weil es findet in der Bus- und U-Bahn jeden Tag statt, ja. Aber das Versammlungsrecht, Menschen zu nehmen, ist der letzte große Bereich, Menschen zu stärken, ja. Wer das nicht weiß, Menschen verändern sich in Herde, zum Guten oder zum Schlechten, aber man möchte natürlich auch verhindern, dass Gruppierungen gemeinsam stark werden. Alleine bist du selten so stark wie in einer Gruppe, das weiß, glaube ich, jeder. Das heißt, du machst deinen Mund auch nicht nur so auf und fürs Nervensystem ist es das Gröbste an Nötigung und Verletzung ist, alleine zu sein, Abstand zu halten, keine soziale Verbundenheit mehr zu bekommen. Wir sind Herdentiere, wir sind Säugetiere. Ja, wer davon keine Ahnung hat, sollte Polyvagaltheorie studieren und diese ganzen Traumadinge, die uns drin sind. Und ihm dann noch einen Mundkorb aufzusetzen. Das ist der absolute Knaller. Nichts kann ein menschliches System mehr ängstigen. Und unsere Politiker, also es gibt zwei Möglichkeiten. Und das entweder Atemsystem, ja? Also Atemsystem sprechen wir auch mal von physiologischen Hammer. Einschränkungen. Richtig, ja. Sodass du diese Luft nicht mehr bekommst. Jeder weiß, ja, wer sich ein bisschen mit Atemtechniken auskennt, wie immens wichtig es ist, freien Atem zu haben und was es ausmacht, wenn wir mehr Kohlendioxid wieder einatmen. Das ist unvorstellbar. Ja. Und wer jetzt Christians Unterton hört, der hört, da ist auch ein gewisser Frust dabei. Und wer das noch nicht spürt da draußen, den bitte ich mal, die Räumung sich anzuschauen. Es gibt Aufnahmen von den Demonstrationen und wie hart die geräumt worden sind in Berlin. Wer das sieht, der kann, glaube ich, verstehen, wovon wir hier reden. Ja? Weil wenn dieses Versammlungsrecht
ja, nicht mehr da ist und Menschen wehren sich und sagen wieder, ja, nach so vielen Jahren, wir sind das Volk. Ja. Ich weiß, es ist auch von anderen jetzt schon benutzt worden und in anderen mit der AfD und so weiter in schwierigen Kontexten. Ja, davon reden wir jetzt nicht. Aber allein diese Menschen, die sagen, es ist mir egal, ich möchte für unsere Menschenwürde, für unsere Menschenrechte kämpfen und ich bin bereit, auf die Straße zu gehen und auch so grob behandelt zu werden. Ja, also Hut ab an dieser Stelle. Natürlich werden jetzt sagen, ja, wenn da Linksradikale dabei sind und so weiter, ja, die wollen sich immer nur auseinandersetzen. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass jeder da draußen begreift, was hier gerade passiert, weil von den Zahlen her ist Entwarnung angesagt. Ja, jeder kritische Wissenschaftler, der da draußen jetzt sich noch traut, Videos zu machen. Und du hast eingangs gesagt, Mensch, ich vermisse ein paar große Größen auf dem Markt. Und ich möchte auch nochmal für die, die das nicht wissen, hier ganz transparent sagen, es findet gerade eine enorme Zensur statt. Leute, die sich trauen, den Mund aufzumachen, werden gesperrt, blockiert, die Videos werden runtergenommen, nicht nur im deutschsprachigen Raum, aber auch im deutschsprachigen Raum, sondern auch im englischsprachigen, amerikanischsprachigen Raum. Es ist unglaublich und ich weiß, dass viele von euch das nicht so mitbekommen und nicht so wissen. Deswegen betone ich das nochmal. Und jeder, der jetzt hier den Mund aufmacht, der läuft auch Gefahr, ja, dass sein Business mit auf dem Spiel steht. Ja, was wir jetzt hier machen, ist, wir riskieren unser Business, aber wir stehen für Meinungsfreiheit, wir stehen dafür, dass Menschen informiert werden müssen. Deswegen haben wir uns heute hier die Zeit genommen, ja, und wollen auch informieren und auch zeigen, wie wichtig es ist. Ja, ja, weißt du, also hier geht's, also für mich geht es immer um Echtheit und Authentizität, ja. Wenn ich mit dem, was ich bin, mein Business riskiere, ich riskiere, dass der eine oder andere geht und ich gewinne und das sehe ich jeden Tag. Also mein Facebook ist gerade explodiert an Freundschaftsanfragen. Ich bin leider gerade am Limit, ich brauche nochmal 5.000. Muss ganz ehrlich sagen, das ist alles kein Risiko. Ehrlich sein war noch nie ein Risiko, wir denken das nur. Du hast selber gesagt, eben diese AfD oder was weiß ich, Konzepte, das sind doch alles nur Konzepte. Warum schauen wir uns nicht Menschen an? Wir haben immer ständig Angst vor irgendeinem Konzept, ja. Jetzt und hier zu gucken, was bewegt mich jetzt? Was ist da in einem Menschen, egal welche Vergangenheit er hat? Jeder hat doch seinen Grund, warum er so ist, wie er ist. Wir brauchen Punkte, wo wir uns verständigen. Und das ist etwas, was leider durch Politik, durch Wirtschaft, durch Medien vor allen Dingen uns immer mehr abtrainiert wird, ja. Verbundenheit hat nichts damit zu tun. Verbundenheit hat nicht mal was damit zu tun, ob du in der AfD bist und der Nächste in der CDU. Und das ist doch alles scheißegal. Wir müssen spüren, was ist stimmig innerlich wieder. Und ich weiß eins ganz genau, da wären wir uns sehr einig. Es ist komplett stimmig. Wenn du den Kopf mal ausschaltest in jedem Menschen und ihm nur so eine Maske aufsetzt, die Natur wäre, das sofort wegzureißen. Wenn du meinem Hund eine Maske aufsetzt, wäre es sofort wegzureißen. Und jetzt kommen erst die Konzepte. Die Konzepte, die wir hier oben haben. Ja, aber. Und dieses Ja, aber, das greift jetzt zurück auf andere Konzepte. Und die sind fast immer falsch. Und das Konzept, dass wir... Ja, und das Konzept, dass wir uns jetzt hier schützen müssen vor diesem Coronavirus, um womöglich noch andere zu beschützen, haben sie ja auch geschickt eingefädelt. Ja, also das ist nicht mehr gegeben. Und das war schon beim Shutdown nicht mehr gegeben. Die Zahlen waren so, dass sie wie bei jeder Grippeepidemie oder wie bei jeder Epidemie, jetzt komme ich auch schon, wie bei jeder Grippewelle, ja, dass es deutlich nach unten ging. Und wenn ich dann natürlich fünfmal mehr Tests mache, dann sind natürlich auch die Testergebnisse fünfmal so hoch. Also wer sich davon einschüchtern lässt, der kann einfach nicht rechnen. Sorry, also das ist reine Mathematik. Also wirklich genau hinschauen, was ist da? Und es reichen tatsächlich die Zahlen vom RKI, um sich damit auseinanderzusetzen. Und nochmal, diese Grippe war, und ich bleibe jetzt mal in Deutschland, und ja, man muss erforschen, was ist da los in dieser Region, dieser kleinen Region in Italien, wo fast 70% aller Todesfälle stattgefunden haben. Was ist da eigentlich los? Was ist in New York los? Was ist in Spanien los? Und ich habe heute in meinem dritten großen Facebook-Blog darüber geschrieben, wie Menschen überhaupt mit ihrem Leben umgehen in Sachen Verantwortung für Körper, für Gesundheit und so weiter und so weiter. Und es ist schlimm, das so festzustellen, aber viele Zahlen, sobald ein Virus mal ein bisschen aggressiver mutiert, ja, zahlen den Preis für 30, 40 Jahre lang Schindlunder in ihrem Körper. Und sorry, ich kann da nichts für.
Weißt du, ich bin ja seit 17 Jahren auch Ernährungsberater, ja. Und Ernährung und das mit allen möglichen, was ich nicht Auszeichnungen, die ich damals bekommen habe. Und ganz ehrlich, ich kann mich nicht erinnern, dass sich die Menschen für ihr Immunsystem interessiert haben in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Das sind die wenigsten. Ich habe einen Post gemacht, Christian. Ich habe gesagt, der einzige Teil unseres Körpers, der einen Schutz braucht, ist unser Darm. Ja, ja, interessiert sich keine Sau für übrigens. Ich habe immer versucht, anzusprechen. Ja, bin mal gespannt, ob sie es jetzt tun. Aber sie interessieren sich für ganz andere Dinge. Immer noch nicht, wie man sich selber schützt. Mit anständigen Gedanken, mit Körperpflege, mit Psychohygiene und so weiter. Ich habe das heute geschrieben. Eine Maske aufzusetzen, aber von morgens bis abends negative Gedanken haben, das ist Bullshit. Das funktioniert nicht. Also man muss schon ein bisschen tiefer einsteigen, und da bin ich Experte, ja, man muss ein bisschen tiefer einsteigen in die Materie, um herauszufinden, wie bleiben Menschen gesund und wie werden sie krank, und wir machen uns seit Jahrzehnten systematisch wirklich krank. Und es kann sein, dass es irgendwann Viren gibt, die noch ganz anders mit uns umgehen, und das hatten wir bereits 2018. Wir hatten eine Influenza-Welle mit 25.000 Toten in Deutschland, ich glaube mit 150.000 Toten in Europa. Was ist jetzt los? Ja, was ist jetzt los? Es wird kein Shutdown gemacht. Es wird kein Shutdown gemacht, wenn Menschen gesundheitliche Probleme haben wegen Herz-Kreislauf-Probleme, weil sie fressen fünfmal mehr als vor 20 Jahren. Da wird überhaupt nichts gemacht. Aber jetzt plötzlich. Und ich meine, man muss offen sein dafür, dass da andere Dinge auch dahinter stecken. Denn unsere Wirtschaft war eh komplett kaputt. Okay, es hat nur keiner ehrlich gesagt. Ich habe einen Kollegen, der sagt, der sich jetzt nicht mit Verschwörungstheorien auseinandersetzt, der ist ein Idiot. Ja, das sind ziemlich harte Worte. Ja, aber ja. Was er meint ist, und ich verstehe das, warum er das so drastisch ausdrückt, ist, was er meint ist, dass man sich einfach damit auseinandersetzen muss. Also, und dann kommt man vielleicht auf die Idee und bekommt ein Gespür dafür, dass es gar nicht so abwegig ist. Warum wird das in so eine Ecke gedrängt, dass das so abwegig ist? Ja. Vielleicht sind manche Sachen viel logischer, als der normale Mensch sich denken kann. Da gibt es jemanden, der produziert Impfstoffe. Der hat ein Interesse daran, die ganze Welt durchzuimpfen. Ja, er ist sehr einflussreich, er hat überall Finanzierung, ja, finanziert die WHO mit, finanziert das Robert-Koch-Institut teilweise mit, finanziert bestimmte Medien mit, Spiegel Online, ja. So abwegig ist das gar nicht. Ich meine, wir haben immer wieder Korruptionsskandale aufgedeckt im Laufe der letzten Jahre, ja. Also, und das gibt es nicht nur jetzt, sondern das gab es seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte. Ja. Ist für immer. Also, ja, ich verstehe die Diskussion, ja. Ich verstehe die Diskussion auch überhaupt nicht. Ich meine, es geht nicht darum, um Theorien, es geht darum, Dinge für sich zu überprüfen. Und was für mich überprüfbar ist, ist keine Theorie mehr. Ja. Und wer zu denken, und das, was du eben gesagt hast, ich meine, Bill Gates ist in allen Sachen drin. Damals sollte jeder einen Computer haben, ist ihm Apple dazwischen gekommen. Und sein nächstes Projekt, und das ist alles fertig, ist der Mikrochip, mit dem wir wieder ein Prozessor, mit dem wir aber dann im Körper rumlaufen. Das ist alles bereits da. Das ist doch keine Theorie, ist doch albern. Also so naiv brauchen wir doch nicht sein. Und wir sind Menschen, die ein hohes Grad an Intelligenz in uns haben, an Körperweisheit in uns haben. Wir sind alle in der Lage. Ich meine, damit ja, bin ich jeden Tag unterwegs. Wir sind jederzeit in der Lage zu spüren, was ist stimmig, was ist nicht stimmig für uns. Und wir müssen sehr aufpassen, weil wir es in den letzten Jahrzehnten schon komplett verloren haben, diesen Zugang zu dieser Stimmigkeit zum Körper zu halten. Die meisten Menschen haben ihn verloren. Viele Menschen kommen zu uns zu Human Essence und glauben, sie fühlen und stellen dann innerhalb von ein, zwei Wochen fest, dass sie überhaupt nicht mehr in ihrem Körper sind, gar nicht mehr fühlen. Sie denken, sie fühlen. Das heißt, wir sind komplett im Außen. Wir sind lost, verloren. Wir müssen wieder zurückkehren zu der Wahrheit in uns, um die Wahrheit im Außen manifestieren zu können. Wir brauchen uns nicht wundern über alles, was da draußen passiert, weil wir schlafen. Wir lassen das zu, dass diese Dinge passieren. Und zwar schon viele, viele, viele Jahrzehnte. Und wir sind heute in einer Zeit, wo wir Möglichkeiten haben und hätten. Ich merke, und das freut mich wahnsinnig im Moment, schau mal ohne Internet, stell mal vor, jetzt würden sie das Internet abstellen, ja, dann wäre Feierabend. Also wir können uns noch austauschen, wir können noch uns informieren, das ist das Tolle. Nur wir müssen uns echt überlegen, wo informiere ich mich? Und wenn jemand heute die Mainstream-Medien konsumiert,
dann ist das okay. Und dann soll er das bitte aber bewusst tun und danach sich genau noch alternative Quellen anschauen und dann auch diese ganzen Dinge für sich überprüfen. Und wenn er das tut, wird er wütend werden. Ja. Er kann es nicht verhindern, dass er wütend wird, weil er merkt, dass er offensichtlich gelenkt und geleitet wird von bestimmten Medien. Und das, was heute die Medien machen, ich habe das schon immer gesagt, Medien und Werbebereiche, das ist die schwarze Magie im Mittelalter. Ja? Also wir werden mit allen möglichen Dingen werden wir manipuliert, damit wir glauben, damit wir Angst haben, damit wir funktionieren, damit wir schwach werden, unsere Lebensenergie runterregulieren, dass wir ja niemals dahinter kommen, dass wir unfassbar machtvolle Wesen sind. Ja. Für mich ist das, was gerade passiert, ein Anschlag auf meine Arbeit, weil wir machen seit vielen Jahren nichts anderes als Menschen bestärken, empowern, wach machen, aufbauen. Und die Community von uns ist entsetzt, ist zutiefst entsetzt. Die empfinden das wirklich alle gleich, ja, als Attentat für sich selbst. Und das ist es auch. Silvia schreibt, schade, ich hatte mich auf einen sachlichen Austausch, wie wir mit Angst umgehen können, gefreut und nicht über eine Diskussion von Verschwörungstheorien. Ja, da haben wir es. Ist okay, ja, Silvia. Ja. Mach dich schlau, es ist alles okay. Und keiner muss hier zuhören oder zuschauen. Das ist alles unsere Meinung, freiwillig, unsere Veranstaltung, keine Entertainment. Karin sagt, wahrscheinlich wachen dadurch mehr Menschen auf. Also ich möchte nochmal auf die Emotionen eingehen. Wenn so viel Skepsis da ist oder so viel vorgeformte Meinung. Und ich weiß, dass viele von denen ich lange dachte, die seien schon sehr reflektiert, sehr spirituell erwacht, ja, sehr bewusst im Leben, auch sich von ihrer Angst leiten lassen. Und das ist, glaube ich, das Grundthema. Wenn du Angst spürst, kannst du nicht mehr reflektiert denken. Das sind Mechanismen, die sich einfach gegenseitig aushebeln, ja. Vielleicht kannst du da noch mal was Sehr gerne. Das ist unser Spezialgebiet. Angst ist eine Interpretation. Angst ist eine Interpretation von gesteigerter Lebensenergie, die in unserem Körper zirkuliert. Und das würden wir es nicht als Angst titulieren, sondern das mal ganz wegnehmen, würden wir spüren, dass es sich auch jedes Mal anders anfühlt. Ja? Mal ist es mehr hier, mal ist es mehr da, da ist es ein Ziehen, da ist es eine Enge, da ist es was so machen möchte. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Da bringen wir Menschen wieder hin, das wahrzunehmen. Und diese Lebensenergie möchte in Move, Emotion, die möchte bewegt werden. Und das hat man uns abgewöhnt, und zwar von klein auf an. Sei still, halt deinen Mund, sei nicht so laut. Schlimm. Hingefallen. Sag nicht so laut, ja, mach dieses nicht, mach jenes nicht. Wir sind darauf trainiert, unsere Lebensenergie zu drosseln. Wir sind darauf trainiert, unsere Wut als etwas Schlechtes zu empfinden. Und wir haben die Bilder dafür präsentiert bekommen. So steuert man Massen. Hey, es gibt Bücher darüber, ja. Bitte informiert euch alle, was von klein auf an passiert ist mit eurem höchst lebendigen System, ja, das frei im Fluss sein möchte, das brüllen möchte, wenn es brüllen möchte, das sagen möchte, scheiße, das ist scheiße, aber wir haben die Möglichkeit nicht gehabt. Als kleine Kinder waren wir alle noch so drauf, bis es komplett eingegrenzt wurde. Wir konnten nicht am Mittagstisch sitzen und sagen, hey, irgendwie kommt mir das hier komisch vor, Mutter und Vater. Das stimmt doch gar nicht zwischen uns. Da ist doch was faul. Ja? Konnten wir nicht machen, weil das waren unsere Götter, die haben uns ernährt. Ja? Wir haben gelernt, die Schnauze zu halten. Und das tun wir ein Leben lang. Und jetzt kriegen wir symbolisch noch einen Mundkorb einen Mundkorb zu einem Zeitpunkt, wo er nichts bringt, sogar schädlich ist. Und das kann man überprüfen. Das ist nicht mein Expertenwissen, sondern das habe ich von Wissenschaftlern, die es viel, viel besser wissen. Ja. Und wenn das nicht sachlich ist, dann weiß ich nicht. Atmung, ne? Allein und ja. Psychologisch. Also was für eine Wirkung macht das, wenn du Menschen siehst, die so rumlaufen und selbst so etwas auch ummachen musst. Ja? Also das macht psychologisch auch auf dieser Ebene enorm etwas. Und dann vergleicht man uns mit China und mit Japan, mit Gegenden, wo sowieso die Menschen nur noch Marionetten sind. Und da frage ich mich doch ganz ehrlich, ich habe das heute gelesen wieder, ja, die können ja auch gut damit leben. Ja, aber so möchte ich um Gottes Willen niemals leben. In China oder Japan, das sind kleine Marionetten, tak, 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 von morgens bis abends. Das ist doch der reine Wahnsinn. Willst du das hier, ist die Frage. Ja, willst du das hier? Und nochmal, ich bin ein großer Fan des Infektionsschutzgesetzes und ich habe es mir durchgelesen. Das ist alles völlig in Ordnung. Wir leben hier in einem Land mit einem sehr großen Hygienestandard, mit sehr großen Sicherheitsstandard. Wir haben uns das auch erarbeitet. Das ist eine super Geschichte für den Notfall, den wir aber nicht haben. Und zu dem Zeitpunkt, wo jetzt diese Maskengeschichte kam, haben wir ihn schon erst recht nicht mehr.
Und sich darüber zu informieren, das ist das Mindeste, was ein deutscher Bürger heutzutage tun sollte, bevor er einfach nur frisst, was ihm vorgesetzt wird. Ja. Wir kriegen ja auch Infos. Ich lese mal ein bisschen vor, Christian, dass du das siehst. Bitte weiter mit der Wahrheit. Danke, schreibt Marga. Susanna, die Wahrheit ist nicht immer beliebt, aber überfällig. Super, macht weiter so. Bin stolz auf euch. Karin schreibt, die Ahnenthemen sind doch voll im Feld. Ja, das ist das wahrscheinlich der Zusatz noch, den ich jetzt auch ergänzt hätte. Ja. Wir haben gerade über die Kindheit gesprochen. Selbst wenn du ein Gefühl hast davon, sagst, Mensch, in meiner Kindheit war alles in Ordnung, haben wir einfach noch transgenerativ ganz andere Sachen, die mitschwingen. Ja? Die Generationen haben so viel Leid erlebt. Wir sind im Grunde genommen die erste Generation, die überhaupt diese Freiheit hat, zurückzublicken und auch zu überlegen, wie kann ich die nächste Generation liebevoll begleiten. Ja, es gab noch nie so einen Luxus, kann man sagen, dass wir überhaupt über die Instrumente auch verfügt hätten, auf einer Metaebene zu sprechen, zu lernen, zu verbalisieren. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Was macht das mit dir? Ja, das ist eine ganz hohe Ebene. Und wir müssen dich jetzt warnen und weiterentwickeln. Ja? Ronald fragt, das finde ich eine sehr gute Frage, Ronald, machen eurer Meinung nach die Medien das bewusst, dass sie diese Informationen raussenden? Christian, du zuerst. Naja, also das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten, weil in dieser Welt ist jeder noch sehr stark am Funktionieren nach dem Motto, ich sehe meinen Nutzen im Vordergrund. Wir denken, wir sind noch sehr viel mehr egoistisch als altruistisch. Wir denken nicht über unsere Grenzen hinaus. Und ein Medienunternehmen ist ein Medienunternehmen. Spiegel zum Beispiel. Bill Gates finanziert verschiedene Dinge dort. Die werden sich ja nicht ihren Sponsor versauen. Erst genauso mit der WHO. Bill Gates mit seiner Frau sind die zweitgrößten Sponsoren dort. Die werden sich ja nicht ihre Sponsoren versauen und so weiter. Also was steckt immer dahinter? Ja, von wem, durch was bin ich motiviert? Und solange ich nicht Werte habe, Werte wie absolute Ehrlichkeit, absolute Offenheit, absolute Ethik gegenüber den Menschen, mit denen ich zusammen bin. Ja, das sind Beziehungswerte übrigens. Solange das nicht wächst, und vielleicht wächst das ja jetzt mehr, ja, wird es nie funktionieren. Wenn ich ein Unternehmen habe und nur für dieses Unternehmen in Profit denke beispielsweise, dann funktioniere ich anders. Ja, dann gucke ich, dass ich meinen Geldgebern nicht ans Bein pinkel, auf gut Deutsch gesagt. Also spare ich gewisse Dinge aus. Oder ich gucke, dass ich zum Beispiel so viel wie möglich Geld verdiene. Und wie die Follower auf YouTube oder Instagram oder wie auch immer das, die Follower, Entschuldigung, die Influencer das auch tun, weil da gibt es ja auch Dinge, wo ich manchmal denke, von welchem Stern kommen die jetzt? Und die haben trotzdem 500.000 und 1 Million Follower. Und Und was das für ein Einfluss ist, man muss sich, das sind ja Influencer, was das für ein Einfluss ist. Und diese Medien haben diesen Einfluss. Das heißt, die kämpfen um Einfluss, die kämpfen um Follower, die kämpfen um Menschen, die ihnen folgen. Also werden sie das tun, das bedienen, was unser Nervensystem am besten haben möchte. Und jetzt wird's, oh mein Gott, erkläre ich das alles. Also passt auf. Meine Wahrnehmung ist, dass unsere gesamte Kultur kollektiv traumatisiert ist. Wir haben Trauma heißt Wunde. Wir haben unfassbar viel Wunden in uns, die nicht geheilt sind. Wir verarbeiten diese, verdrängen diese, versuchen damit in irgendeiner Form klarzukommen, bringen es aber nicht in Heilung. Heilung wäre Sicherheit und soziale Verbundenheit. Okay? Polyvagaltheorie. So. Das heißt, es gibt bestimmte Trigger, auf die wir immer wieder reagieren, die uns emotional anspringen lassen. Kennt jeder. Braucht sich nur jemand meine Facebook-Feeds gerade angucken, kannst du genau bestimmen, ah, das ist dein Trigger, das ist alles so durchschaubar. Und diese emotionalen Trigger, das wissen natürlich die Mediengesellschaften. Die sind ja nicht bescheuert, weil die wollen ja, dass du dir das anguckst und dass du das immer wieder anguckst. Das wissen auch die ganzen Fernsehsender und alle. Das weiß halt jeder, der Geld verdient mit Menschen. Jedes Unternehmen weiß das auch. Das bedeutet, die versuchen natürlich genau das anzuspringen, worauf du anspringst. Also erstmal vom Stammhirn her negative Sachen. Deswegen sind die Schlagzeilen auch überwiegend negativ. Das heißt, die wissen genau, das menschliche Gehirn reagiert viel, viel mehr auf negative Dinge als auf positive Dinge. Positive Dinge will keiner hören. Ich habe noch nie so viel Follower gehabt, ich habe noch nie so viel geteilte Beiträge gehabt bei Facebook wie im Moment. Hä? Habe ich bisher Scheiße geschrieben? Ja, aber so funktioniert unser Gehirn, ja? Und da bin ich auch keinem böse, das ist halt so. Jetzt schreibe ich halt kritisch über Corona, alle springen drauf, ja? Wir sind Herde, okay? Wir müssen uns heilen, nicht runterziehen. Das bedeutet,
die wissen das und das lenkt und leitet natürlich ganz genau die Art und Weise, wie sie arbeiten. Und wir müssen aber uns durchschauen. Wir können nicht sagen, die bösen Medien. Nein, wir müssen uns durchschauen. Wenn wir nicht wach werden, wie wir funktionieren und das in uns in Heilung bringen, wird uns das immer wieder passiert. Hitler ist doch nicht umsonst an die Macht gekommen. Also, der hat genau die Triggerpunkte gekannt und die wissen auch die Triggerpunkte. Und wenn du deine Triggerpunkte nicht kennst, sondern ferngesteuert werden kannst, hey, das meine ich mit wach werden, dann hast du einfach keine Chance. Du hast keine Chance. Habt ihr eine Beziehung schon mal gehabt, wo der Partner euch triggerte? Man sollte herausfinden, was da los ist, sonst geht die Beziehung auseinander. So einfach ist es. Und so funktioniert es eben halt hier auch. Und die wissen das. Und damit verdient man Geld, indem andere wissen, was dich antriggert. Ja, genau. Also Das ist die kurze Variante. Das ist die kurze Variante. Und letztendlich, und ich frage mich das auch oft, gibt es tatsächlich so eine Struktur, die dahinter liegt? Kann jemand so böse sein? Ja, aber wenn man das immer Stückchen für Stückchen anschaut und jeder arbeitet so in seinem Segment, ja, die Bild-Zeitung achtet darauf, dass sie besonders viele Klicks auf ihre Online-Variante hat, besonders viele Abos, ja, dann ist es erklärbar. Klar. Sie wird finanziert. Natürlich werden bestimmte Berichterstattungen auch in diese Richtung dann gehen. Ja? Also es hat irgendwo alles seine Logik im Kleinen. Und dadurch, dass das ja, wie eine Marionette aufgebaut ist, muss jeder immer nur in seinem Kleinen folgsam sein. Ja? Also Wir haben das untersucht. Man hat untersucht in den 70er Jahren, wie konnte es dazu kommen, dass im Zweiten Weltkrieg so viele Leute so grausame Sachen gemacht haben. Ja. Und man hat herausgefunden, es geht ganz einfach. Zieh einen weißen Kittel an, erzähl dem, was er machen soll, sag, das ist jetzt hier ein Lernexperiment, ja, also ein positiver Hintergrund. Das hat Hitler auch gesagt. Reinigt die Rassen, ja. Reinigt unsere Rasse von denen, die nicht reinrassig sind. Und das ist genau passiert. Also, wenn du dir jetzt vorstellst, jetzt ist es eben nicht die Rasse, jetzt sagt man, wir müssen aufpassen auf die Alten. Wir müssen aufpassen, dass die anderen geschützt werden. Ja, deswegen impft euch. Dann gehen wir davon aus, und das hören wir ja auch schon, ja, dass Leute sagen, ja bitte, endlich die Impfung her, damit wir jetzt wieder zu einem normalen Zustand übergehen können. Also, da war ja noch nie was normal. Ja, aber es ist einfach gehirngerecht, ja, was da passiert, auf jeder Ebene. Na klar. So funktionieren wir und wir können uns einfach nur dann transformieren und auch etwas machen, wenn wir uns von diesen Ketten unseres Menschseins auch ein Stück weit befreien. Weil wir haben diese Funktion im Stammhirn, dass wir angespannt sind. Und so wie unsere Welt jetzt funktioniert hat, war jeder Zweite total angespannt. Ja? Jeden, den ich frage und sage, wie müsste es denn ideal für dich aussehen, der sagt, dann wäre ich entspannter. Ja? Das heißt, die sind nicht entspannt. Ja, und da zeige mir doch einen, vor der Corona-Krise schon, wenn wir sie nun so nennen wollen, zeige mir doch mal entspannte Menschen. Und das ist das Dilemma. Ja, im Grunde genommen spiegelt ja ganz, ganz viel jetzt. Also selbst diese Maske jetzt, ich finde das so witzig, weil wir laufen doch seit Jahrzehnten schon mit Masken rum. Ja. Und jetzt wird's Zeit, das zu erkennen und vielleicht die eigentliche Maske mal abzunehmen und sich wirklich echt zu zeigen mit allem, was bei einem los ist. Schau mal, Entspannung, ich kenne auch vorher schon, ich kenne keine wirklich entspannten Menschen. Wir sind alle irgendwo, es ist im Mainstream so, dass du gar nicht entspannt sein kannst. Stress ist der Begriff überhaupt, jeder ist in ba. Schau dir nur mal an, wie sich die Medienbereiche entwickelt haben, die Social-Media-Sachen entwickelt haben und so weiter hier, wie das alles funktioniert und wie schnell das alles ist und hier noch und da noch und dies noch. Und das ist eigentlich für unser System permanent zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Performance ist das Stichwort. Aber woher kommt denn das alles? Warum ruhen wir denn nicht in der Entspannung? Ganz einfach. Weil ein traumatisierter Körper nicht in der Entspannung ruhen kann. Ein traumatisierter Körper geht in Flucht, Angriff oder Erstarrung. Die Übersetzung für die heutige Zeit. Flucht ist nichts anderes als ab in Entertainment, ab in Fernsehen, ab in Shows, ab in Serien, Netflix, ab in Karriere machen, ab in Sport, Hochleistungssport, ab in hier, ab in das, immer zack, zack, immer weg von sich, ab in die Kiste, immer weg von sich, okay? Das ist Flucht. Angriff, was ist das? Ich bin dagegen.
Ja, Widerstand. Ich bin auch im Widerstand gegen alles, was in mir hochkommt. Ich will das anders. Ich will mich anders. Ich will die anderen anders. Ich will dieses anders. Permanent im Kampf mit irgendetwas zu sein. Und jetzt denken wir haben schon abgedeckt. Nein, das Größte haben wir eigentlich nicht abgedeckt. Das Größte ist die kollektive Erstarrung. Die kollektive Runterregulierung der Lebensenergie, die stattgefunden hat, mittlerweile über Jahrhunderte, und zwar immer von Instanzen, die genau wussten, wie es funktioniert. Ob es die Kirche war, ob es andere politische Strukturen, es war immer so. Die Runterregulierung der menschlichen Lebensenergie, dass der Mensch ja nicht versteht, was er für ein großartiges Wesen ist und was in ihm steckt. Und das geht mir richtig auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich weiß, was in den Menschen steckt, wenn sie anfangen, das zu verändern. Ich erlebe es tagtäglich in unserer Community. Und das ist einfach nur schrecklich, weil das ist etwas, was uns so krank macht und so klein und so ohnmächtig macht. Diese Erstarrung zeichnet sich wieder im Aushalten, im Funktionieren, Müssen und Sollen. Und es gibt nur wenige Menschen, die ich frage, wenn ich sie frage, bist du glücklich, hast du ein selbstbestimmtes Leben? Nein, was stört dich? Ja, das und das und das. Wie lange geht das schon so? Ja, 5 Jahre, 10 Jahre, auch vielleicht schon immer und so weiter. Also es ist sehr, sehr starr. Und das merkst du im Moment. Und da wird auch drauf gebaut wahrscheinlich, ja, dass jetzt wirklich die meisten wieder in ihrer Erstarrung festhängen und hoffen, dass morgen wieder alles in Ordnung ist. Hoffentlich ist morgen alles wieder in Ordnung. Ein Scheiß wird in Ordnung sein morgen. Ja, das geht nicht mehr bei dem, was wir jetzt gemacht haben. Genau. Ich finde auch nochmal wichtig, über diese Verzahnung zu sprechen. Also wenn du angespannt bist und in ständiger Sorge um irgendetwas, und das war vorher ja auch schon, ja, du hast dich gesorgt um deinen Arbeitsplatz vielleicht, um deine berufliche Existenz, wenn du selbstständig warst, um die gesunde Gesundheit, Luftverschmutzung, was auch immer so jeder für Sorgen hat. Ja, jeder hat irgendwo seinen Part. Und das führt auch zu einem angespannten Muskeltonus. Das heißt, Trauma führt zu angespannten Muskeltonus. Wenn das nicht aufgelöst wird, haben wir immer angespannte Muskeltonus. Ja, das spürt man vielleicht am Nacken. Oh, bin ich wieder angespannt? Manchmal mehr, manchmal weniger. Das heißt, wenn wir unsere Muskeln ständig anspannen, hat das nicht nur Einfluss auf unsere Organe, ja, sondern es werden auch ständig Mineralstoffe aus allen möglichen Reserven gezogen. Das heißt, wir müssten mehr Mineralstoffe unserem Körper zuführen. Sind wir unterversorgt, heißt, sind wir zu übersäuert, haben wir zu wenig Mineralstoffe, Vitalstoffe, können wir gar nicht gut denken. Das heißt, es ist alles eng miteinander verzahnt. Ja, dass manche nicht in der Lage sind, abends nach einem langen Arbeitstag noch zu denken, liegt auch daran, weil ihr Gehirn einfach unterversorgt ist. Ja, und was man landläufig liest, ist, um Gottes Willen, nur keine Nahrungsergänzungsmittel, ist alles Abzocke, Lug und Trug. Ja. Logisch. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen, dass es eben sehr komplex ist. Also wir können nicht nur auf einer Ebene das anschauen, sondern wir müssen sehen, wie entsteht sowas und wie kann so etwas entstehen, nicht nur bei uns, sondern auch beim anderen, beim gesamten System. Ja? Und dann wird es wieder erklärbar und begreifbar, ja, dass jeder so für sich in seinen Beschränkungen agiert und wir jetzt diesen Zustand haben, den alle die meisten von den Menschen, also ich vermute, es sind 80%, vielleicht sind es 10 kritisch und 10 wären bereit, etwas Größeres zu machen, wie wir jetzt hier vielleicht, ja, andere zu informieren und zu gucken, okay, was passiert dann? Ja, ja. Also was wir jetzt bräuchten, wäre soziale Verbundenheit, extrem viel Bewegung, um diese Energie abzubauen im Körper, schütteln, schlage ich vor, zu Hause, ja, kann man gut zu Hause machen, ne? Hashtag bleib zu Hause, schüttel dich. Und ich meine es wirklich ganz ernst, schütteln, den ganzen Körper wild durchschütteln, wilde Musik hören, wild tanzen, wilden Blödsinn machen, das machen würden, was wir als kleine Kinder automatisch gemacht hätten in solchen Situationen. Ja, wir hätten Blödsinn gemacht, geschüttelt, wir hätten unser Nervensystem regulieren. Ja. Kauft sich jeder Bücher über Regulation des Nervensystems, eine gute Geschichte. Das Schlimmste, was wir tun können, ist vorm Fernseher sitzen und uns diese Nachrichten angucken, es sei denn, wir schütteln uns dabei und lachen uns kaputt. Erstarrung ist das Allerschlimmste im Moment, weil das Ganze uns genügend erstarrt. Und es ist wichtig, das wieder wahrzunehmen. Genau. Ja, auch beim Trauma. Also die normale Reaktion auf Trauma ist Bewegung. Was machen wir?
Ja, wir halten die Leute still. Wir versuchen, dass sie sich nicht bewegen. Und genau dann wird das nochmal gespeichert. Ja, das sind alles Sachen, die denken wir uns nicht aus. Christian hat schon ein paar Stichworte gesagt. Ja, ihr könnt das alles nachlesen. Wer da nochmal Literatur braucht, der kann uns da einfach fragen. Wir können euch gerne versorgen. Denn das sind die Mechanismen. Das heißt, wir müssen nicht nur informieren und kritisch denken, sondern wir müssen auch unser System mehr verstehen. Wenn wir verstehen, wie unser Gehirn denkt, wie unser Körper reagiert und was er wirklich braucht, dann können wir uns retten. Ja, ja. Ja. Und sind in der Lage, die richtigen Sachen zu machen. Ne? Also Schütteln ist eine ganz wesentliche Sache. Ja, du hast schon Bewegung angesprochen, tiefe Atmung, ja, um das Nervensystem regulieren, genau, Nervensystem regulieren und was auch sehr gut ist, innerlich eine Stärke aufbauen, ein neuronales System innerlich trainieren und aufbauen, für sicher fühlen, für sich sicher und geborgen fühlen. Und ich weiß nicht, ob das funktioniert. Kann ich hier was in den Chat reingeben? Ja, ja. Ne? Na klar. Ich schmeiß mal einen Link in den Chat. Ich habe eine Meditation für unsere Community gemacht. Die haben jetzt mittlerweile schon ganz viele Tausende und ich kriege jeden Tag ganz, ganz viele Liebesbriefe und Dankesbriefe. Das ist eine Trainingsmeditation, die ist gratis. Eine Trainingsmeditation für ein inneres neuronales System für Sicherheit, weil das brauchen wir im Moment tatsächlich. Aber bitte auch vorsichtig im Moment, wenn man so angespannt ist, nur einfach meditieren, sich hinsetzen und noch mehr in die Erstarrung gehen, ist oftmals eher kontraproduktiv. Dann vorher lieber nochmal 120 Phonen aufs Ohr und wie wild schütteln, strampeln, machen, tun oder was weiß ich nicht, um die ganze Ladung mal rauszukriegen. Dann spürst du vielleicht auch endlich deine Wut mal wieder, ja, und danach hinlegen und diese Meditation machen und das neuronale System richtig schön neu ausrichten. Ist ein Trainingstool und wenn ihr Bock habt, hier kommt schon die Meditation, ist wunderbar, danke Daniela, dann kann was Neues aufgebaut werden, weil wir brauchen natürlich, klar, wir sind jetzt hier, oder ich merke das auch, ich bin gerade ganz schön hier, ja, ich merke, ich will was sagen, mir geht das auf den Keks, ich hab wirklich Angst um die vielen Leute, die jetzt wirklich nicht wissen, was auf sie zukommt, wenn sie weiter den Mund halten, und denn sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Da war gerade dieser schöne Spruch, wer in der Demokratie schläft, der wacht in der Diktatur auf, und das ist immer wahr und auch immer wahr gewesen in der gesamten Menschheitsgeschichte. Und da müssen wir sehr, sehr aufpassen, dass wir gucken, was für Rechte wir haben und wer wir überhaupt sind als Mensch, und dafür brauchen wir diese beiden Dinge. Wir brauchen die Erregung, wir brauchen die Wut, wir brauchen die Power, weil Mut kommt von Wut. Wenn du diese Kraft nicht hast, bewegst du gar nichts, ja? Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch innerlich die totale Klarheit und dieses Gefühl, ich bin safe. Egal, was da draußen passiert. Genau. Ich bin safe für mich. Sicher, ne? Und das ist so elementar. Wenn wir das nicht hätten und wir würden rausgehen in einem wütenden Zustand, dann würden wir nicht das Richtige auch machen können. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich erstmal klärst und hundertprozentig bei dir bist. Das heißt, du hast deine Wut, deine Angst schon überarbeitet und von diesem sicheren Standpunkt aus. Ja? Andere nennen das die Verbindung zu Gott oder aligned mit sich, ja, in kongruent, wie auch immer, ja, was für dich ein geeigneter Begriff ist. Was wir meinen, ist das Gleiche, ja, es braucht diesen sicheren Standpunkt und diese innere Ruhe auch, ja, obwohl du spürst, du könntest auch genauso gut wütend sein und genauso gut dich auf die Angst, ja, einlassen und vielleicht auch gelähmt sein. Also was wir meinen ist, wie soll ich das sagen? Auf der Metaebene unsere Gefühle beobachten zu können, ist das Höchste, was wir haben. Ja? Wenn wir uns nämlich assoziieren mit diesem Gefühl und ich sage, ja, ich habe aber Angst, ja, dann ist das jetzt so. Und wir uns nicht behaupten, in der systemischen Therapie sagen wir, das ist der Beobachter, ja, die Beobachterrolle einzunehmen, weil wir sind weitaus mehr als nur unsere Gedanken und unsere Gefühle. Und von diesem Standpunkt des Dirigenten aus, ja, können wir alles machen. Wir können Dinge regeln, ja, in einem Guten. Wir können andere informieren. Wir können vielleicht rausgehen und sagen, das passt mir so nicht, ja. Nur wichtig ist, dass ihr diesen Grundzustand habt, ja. Ja, hier spricht natürlich jetzt auch eine ganz erfahrene Therapeutin. Das hört man. Ich würde noch mal auf eine Erfahrung gerne eingehen, die ich in den letzten Jahren sehr viel gemacht habe mit den nicht erfahrenen Menschen in dieser Hinsicht. Ja. Und etwas, was sich leider sehr verbreitet hat und was bei Trauma sehr nahe liegt, das ist nämlich, dass du
ich nenne das gerne immer so einen spirituellen Bypass, dass du dich auf eine Metaebene hebst und weggehst von dir, dich dissoziierst aus deinem Körper. Und das ist genau das, wo wir vor ein paar Jahren den absoluten Shift bei Human Essence bekommen haben und gemerkt haben, hier stimmt was nicht. Und dann kam auch das Embodiment in unserem Körper. Heute würde ich dir anbieten, du gehst voll und ganz in deinem Körper. Du gehst voll und ganz in deine Angst. Du gehst mal voll und ganz in das, was da wirklich los ist in dir. Du gehst richtig rein und du spürst es im Körper und du lässt den Körper dazu bewegen und sich ausdrücken. Das ist das Natürlichste, was jedes Säugetier auf dieser Welt tut. Du gehst voll rein, du wirst dir voll bewusst und du spürst erst einmal, was für unfassbare Lebensenergie gebunden ist in deiner permanenten Erstarrung. Und mit dieser Wahrnehmung, mit dieser Lebensenergie gehst du dann in diese Meditation oder setzt dich hin und meditierst und gehst auf die Metaebene. Aber du merkst, du bist noch verbunden mit dir. Weil die kleine Gefahr, wenn man nicht so professionell ist, jetzt beispielsweise wie du oder wie wir vielleicht, weil wir es länger trainiert haben, ist die, dass wir sehr schnell dissoziieren und wieder weggehen von uns. Und wir brauchen uns jetzt. Jetzt brauchen wir uns. Wir brauchen uns am meisten. Wir brauchen die Verbundenheit zu uns am allermeisten. Wir müssen spüren, was stimmig ist und was nicht stimmig ist. Und dazu brauchst du theoretisch nicht einmal, auch nur annähernd, einen Beweis oder ein paar Zahlen oder Daten oder wie auch immer. Das haben die Naturvölker auch nie gewusst. Die wussten auch, was es lang geht. Ja, da hätten wir mal viel von lernen können. Das wissen einfach Menschen, die mit ihrem Körper sehr gut verbunden sind, auch nicht. Und jedes andere Säugetier, dieses Globus, weiß das nicht, aber tut das. Und darum geht's. Ja, die kennen gar keine Metaebene. Mein Hund spürt auf 10 Meter Entfernung, was los ist mit mir und was nicht. Ja, jedes Pferd der Welt, jedes Säugetier der Welt spürt das. Wo ist Scheiße nochmal dein Instinkt? Ja, dann, wenn du dir diese politischen Reden an, wenn du dir nur eine Stunde Merkel anhörst, dann dreht dein Nervensystem durch, weil du spürst, das ist 0,0 stimmig. Das ist eine erlernte Rede, eine Strategie, um dem Land etwas mitzuteilen, damit es die Klappe hält. Und da kann ich einfach echt nicht. Ha? Ja, es ist alternativ. Spätestens jetzt werde ich gesperrt für alle Kanäle. Ja, also du sprichst einen sehr, sehr wichtigen Punkt an und wir haben den ein bisschen übersprungen. Das ist die erste Grundvoraussetzung, dass du in diese Angst gehst. Ja, also es ist enorm wichtig. Ja, wenn du das nicht hast, dann bist du, wie du richtig sagst, ja, dissoziiert und das wäre es wieder nicht, was ich meine. Ne? Ich habe dieses Bedürfnis immer zu sagen, okay, Metaebene ist so wichtig aus einem Grund, weil viele, die sich vor 20, 30 Jahren auf den Weg gemacht haben, sind bei dieser Assoziierung mit dem Gefühl irgendwo stehen geblieben. Ja? Also wo man gesagt hat, ich durfte ein Leben lang nicht fühlen und jetzt fühle ich nun mal so und das ist es jetzt. Und das ist auch gefährlich, ja. Also wenn man dann quasi sagt, okay, das ist es und geht diesen Schritt nicht weiter. Deswegen betone ich immer so sehr und sage, okay, das ist nur ein Gefühl, aber es ist enorm wichtig, ja. Spür rein. Und lass uns nochmal über die Angst sprechen, weil an dieser Stelle gucken viele weg, weil es so diffus ist, ja. Dass sie sagen, oh mein Gott, ich habe einfach Angst vor dem, was kommt. Und nur dieses Worst-Case-Szenario kann dich da tiefer führen, wo du dir anschauen kannst, ja, was bedeutet das denn? Vor was konkret hast du denn Angst? Ja, dass alles anders wird. Was denn? Wie könnte es denn aussehen? Ja. Und der eine fürchtet sich vor Leichen, die auf dem Fußboden liegen, ja, und nicht abtransportiert werden können. So die Bilder, die man in Italien gesehen hat, wo man nicht dazu gesagt hat, dass die ganz Italien erzkatholisch ist und Leichen dort nie verbrannt werden. Deswegen haben die sich natürlich gestapelt vor den Verbrennungsinstituten. Ja. Hat keiner dazu gesagt. Hat auch keiner dazu gesagt, dass ganz viele Leute einfach geflohen sind, die normalerweise die alten Menschen betreut haben. Ja. Es sagt auch kaum jemand dazu, dass gerade Norditalien eine Region ist mit sehr erhöhten Luftverschmutzungswerten. Extrem, ja. Das heißt, ja, wir können uns schon etwas überlegen und können schon sagen, okay, wenn es die Wissenschaftler nicht machen, ja, die Mainstream-Wissenschaftler und die Alternativen in die Alternativecke geschoben werden, interessanterweise, ja, dann können wir uns überlegen, okay, was würde ich denn denken, was wäre denn logisch, wie so etwas zusammenkommt? Kann es vielleicht sein, dass in Amerika wir eine erhöhte Quote haben, weil viele sehr fettleibig sind. Ja? Wir haben eine super hohe adipöse Rate. Wenn wir sagen, der Darm ist die Grundlage von jeder Gesundheit,
kann man sich vorstellen, wie der Darm aussieht mit sehr viel Fastfood und Süßgetränken wie Coca-Cola. Ja? Also katastrophal, der ist löchrig. Ja? Wenn da ein Virus kommt, der kann sofort in das System. Ja, und New York, muss man da noch was sagen, die Stadt, die niemals schläft. Ja? Ja. Also es gibt kaum eine Stadt auf diesem Globus, außer natürlich auch andere asiatische Städte oder wie auch immer, wo so ein Vibe ist, ja, wo also so eine extreme Unruhe ist und wo das Nervensystem sich von Haus aus, und wenn du dir noch so viel Mühe gibst, kaum regulieren kann. Ja, also spielen wirklich Faktoren eine Rolle, wo wir jetzt wach werden dürfen, um auch zu lernen, mal als Mensch, endlich mal wird vielleicht Zeit, was tut uns gut, was tut uns nicht gut, was macht uns stark und was macht uns schwach, wenn ein Virus mal ein bisschen mehr mutiert. Ne, und das zum Thema Impfstoff. Ja, im Herbst sieht der Corona schon wieder anders aus und im nächsten Frühjahr sieht er auch schon wieder anders aus. Das war auch schon immer so. Coronaviren gibt es wie Sand am Meer. Wir haben 80 Millionen, glaube ich, sind es 80 Millionen Viren in uns jetzt im Moment. Wir sind absolut Viren- und Bakterienschleudern. Nur weil man sich duscht, ist man nicht sauber. Ich glaube, einige Leute denken das so, weil die glauben, mich überfällt plötzlich etwas und das ist ganz schlimm. Nein, nein, das ist schon lange alles in dir. Ja, es gibt sogar einen Professor, der für Herzkrankheiten zuständig ist und er sagt, es ist ganz andersrum. Eigentlich sind wir nur die Häuser für die Bakterien und Viren, die in uns sind. Genau. Und wir werden gelenkt von ihnen. Ja. Und wenn wir zu viel Candida in uns haben, dann lenken uns dieser Überfluss und wir essen komische Sachen, wovon sich diese Candida-Bakterien eben ernähren. Ja, jetzt mal als kleines Beispiel. So ist es. Aber wir sind so ein bisschen abgekommen und das finde ich wichtig und ich sehe hier auch noch die Facebook-Kommentare, also Jamina sagt, und Italien hat eine hohe Impfrate, ja schon lange Impfpflicht für die ganze Bevölkerung. Ja, ja. Man impft sich tot, genau. Genau, aber wir wollten über das Worst-Case-Szenario sprechen, also ganz egal, was du denkst, wovor du Angst hast, ob es die Bilder sind, dass so ein stark mutierter Virus ein ganzes Volk lahmlegen kann oder ob du dir vorstellst, oh mein Gott, wenn ich und meine Kinder geimpft werden müssten, ja, das will ich absolut nicht. Ich arbeite seit 20 Jahren, 30 Jahren darauf hin, dass mein Körper entgiftet, dass ich meine Schwermetalle ausleite, ja, dass ich Traumata überwinde, dass ich vielleicht zwangsgeimpft worden bin als Kind und das schon nicht wollte. Ja? Ja. Also falls das deine Angst ist oder die feindliche Übernahme von Deutschland, was auch immer du dir vorstellst, ja, geh da rein, spür das konkret und dann ja, mit Christians Empfehlung, lasse auch deinen Körper reagieren, weil das ist genau das, was er braucht. Er braucht diese Freiheit, so zu agieren und das einmal sich anzuschauen. Und dann wirst du merken, du wirst ruhiger. Ja? Aber solange du das versuchst, im Diffusen zu halten und wegzudrängen, wird das noch größer und dominiert dich. Was ich zurzeit ganz viel höre, so aus der, eigentlich nicht von unserer Community, aber das ist so, die kennen mich natürlich. Das ist so, aus der Spiri-Welt höre ich das ganz, ganz viel. Man sollte jetzt auf keinen Fall Menschen Angst machen und man muss immer nur jetzt in die Hoffnung gehen und in den Glauben gehen und in das Gute gehen und Licht und Liebe und Higher Self und so weiter. Leute, es ist genau andersrum. Wir sollten jetzt definitiv wieder spüren, was der ganze Scheiß mit uns macht, weil wir besaufen uns schon seit Jahren mit Spiri und Tralala und Scheinheiligtum und was weiß ich nicht alles. Ich meine, mal ganz ehrlich, vor Corona schon war so viel schräg. Die Welt ist so voller Betrug und Lüge und von wirtschaftlichen, Attacken und Menschen bringen Menschen um und nutzen Menschen aus und es gibt Kinderschändung und wir selbst hier vor Ort, wir feiern uns und kaufen die großen Fernseher für ein Apfel und Ei. Uns schert überhaupt gar keiner darum, dass dafür kleine Kinder ackern müssen in irgendeinem asiatischen Land oder was weiß ich. Wir kaufen hier 5-mal im Jahr, gibt es eine neue Modelinie. Das sind die Näheren übrigens in China, die jetzt alle nicht mehr wissen, wovon sie leben sollen, ja. Also es ist so egoistisch und wir sollten uns mal erlauben, wieder wütend zu werden über diesen Mist und uns fragen, ist das jetzt hier eigentlich das, was ich bin? Ist das Menschsein? Ist das human? Ich meine, unsere Firma heißt Human Essence und mir geht es um die Essenz und ich glaube, dass die Essenz des Menschen
nicht so egoistisch. Ich glaube, die Essenz, weißt du, als ich auf die Welt gekommen bin und wenn ich Angst hatte, das war bei mir leider schon nicht möglich, da war das erste Trauma schon da ist, aber normalerweise ein anderes kleines Kind, was macht es, wenn es Angst hat? Es rennt sofort zu Mama und möchte in den Arm. Wir haben das alle zu wenig bekommen, offensichtlich. Ja? Wir brauchen einander. Wir brauchen eine wache Welt von Menschen, die diesen ganzen Mist, der schon vor Corona da war, der nämlich schon vor Corona die Wirtschaft komplett kaputt hat, die große Wirtschaftsblase, die großen Aktienblasen, dieser ganze Wahnsinn. Weißt du, ich möchte das natürlich nicht unterstellen, weil ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker. Aber es hätte jetzt sowieso was passieren müssen. Und was immer passiert ist in der ganzen Weltheitsgeschichte, wenn solche Probleme da sind, ist ein Krieg gewesen. Und wir wissen alle und auch die führenden Mächte dieser Welt wissen, einen weiteren Weltkrieg hätte die Welt nicht überstanden. Also es muss was anderes her, ne? Und das haben wir ja jetzt. Denk einfach mal drüber nach. Nimm genau. Einfach mal mit. Genau, einfach mal mitnehmen, einfach mal drüber nachdenken. Also ich habe jetzt noch eine Frage zum Schluss, ja, und das finde ich auch gut von Marga. Du hast es jetzt schon ein bisschen beantwortet, ja. Wir sollten auch, wenn es momentan schwerfällt, in die Hoffnung gehen, um ein Gegengewicht zu den destruktiven Energien zu bilden, die jetzt sehr stark sind. Was sagst du dazu, Christian? Ja, ich schau mal, ich habe diese Sicherheit in mir. Die habe ich aber in mir, ja. Was den Menschen fehlt, ist die Sicherheit in sich. Sie suchen immer Sicherheit im Außen. Sie sind hungrige, bedürftige Menschen. Gib mir Sicherheit. Merkel, mach wieder alles gut. Merkel, mach wieder alles da oder Spahn von mir aus. Oder Bill, bitte hol dieses Impfzeugs. Ja? Und wir suchen immer im Außen diese Sicherheit. Wir brauchen die Sicherheit im Innen, damit wir kraftvoll und stark aus der inneren Weisheit authentisch in der Welt wirken können. Und so eine Regierung suche ich mir mal. So eine Regierung wünsche ich mir mal. Ja? Das wäre wichtig. Es kommt immer darauf an, wo kommt die Hoffnung. Also Hoffnung ist eigentlich schwach. Hoffnung ist schwach, weil du hast nichts. Ja, du hoffst auf etwas. Hoffentlich kommt das. Und wer soll es denn bringen? Hoffentlich macht der Arzt mich heil. Meine Frau, Heilpraktikerin, die hat ihre normale Heilpraxis an den Nagel gehangen. Weißt du warum? Sie hat es nicht mehr ausgehalten, dass 98% der Menschen, die zu ihr gekommen sind, nicht von ihr wissen wollten, wie bleibt man gesund. Nein, sie wollten, können Sie mir nicht ein Mittel geben? Ich weiß, ich habe Diabetes, aber können Sie mir nicht irgendwas Natürliches geben, damit ich weiter meine Sahnetorte fressen kann? Hallo? Und so sind die Leute drauf. Und das ist das Problem. Wir müssen wach werden. Wach werden für uns, für die Zuneigung für uns. Wir müssen lernen, uns wieder zu lieben. Das heißt, wir brauchen Sicherheit in uns und nicht irgendjemand, der sie uns im Außen verspricht. Adolf Hitler hat Hoffnung versprochen, bis zum geht nicht mehr. Und wir wissen, was daraus geworden ist. Kein Mensch braucht irgendjemanden im Außen, der Hoffnung mitbringt. Ich brauche Menschen an meiner Seite, die bereit sind, mit mir gemeinsam Hoffnung hier drin zu trainieren, hier in meinem Herzen, hier in meinem Körper, zum Beispiel mit so einer Meditation oder wie auch immer. Tatsächlich innen drin stark zu sein, denn wenn du innen drin stark bist, kannst du Menschen an die Hand nehmen, und zwar ohne Worte. Nervensysteme kommunizieren miteinander, bevor wir überhaupt Worte gewechselt haben. Es geht darum, miteinander zu sein, das Gefühl zu haben, hier bin ich sicher, egal was der Kerl sagt. Und das haben wir Menschen offensichtlich als Vorbilder seltenst gehabt, und im Moment haben wir sie auch nicht um uns herum und schon gar nicht in der Regierung. Ja, das ist so gut, dass du das sagst. Also, ich weiß, die ganze spirituelle Szene sagt, verbinde dich, meditiere, glaube an das Gute. Dissoziere dich mal weg von dem, was zu tun ist, genau. Stärken. Und viele von denen haben aber auch das Gefühl, ab wann muss ich etwas machen? Und wenn du das jetzt schon spürst und du sagst, du bist bei dir, ja, und die nächste Massenmeditation ist zu weit hin, und auch wenn wir die Schumann-Frequenz etwas anheben können, braucht es jetzt einfach auch Leute, die andere unterstützen bei ihrer Transformation. Und Transformation ist jetzt hier ganz konkret in diesem Fall, Sachen kritisch zu hinterfragen, ob das, was sie sehen und hören, auch das ist, was sie fühlen. Ja? Vielleicht hat jemand ein komisches Gefühl dabei, wenn er Nachrichten guckt, aber er deckelt das, weil er sagt, okay, naja, das ist jetzt die neue Information, das sind Wissenschaftler und das wird schon stimmen. Ja? Also das ist das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen, dass ihr dort rausgeht und auf eine liebevolle Art und Weise Leute daran erinnert,
dass in ihnen schon die Antwort steckt. Und das kann aber sehr unterschiedlich sein. Ja? Der eine ist stärker schon bei seiner Intuition und der andere weniger. Also erwartet nicht, dass alle euch danken. Ihr könnt auf Widerstand stoßen, aber das gehört dazu. Ja? Und ich denke auch, wir müssen unbedingt etwas machen. Ja? Das ist das, was ich spüre. Und natürlich kannst du trotzdem noch deine Meditationspraxis machen. Ja? Das ist ja okay. Aber du brauchst auch Aktion. Ja? Wir brauchen jetzt Leute, die aufstehen und Leute, die spüren, es ist jetzt dran. Ja? Und dazu brauchst du das Gefühl für deinen Körper und für die Lebensenergie. Du brauchst das Gefühl von Ermächtigung. Du brauchst das Gefühl, dass du Kraft und Macht in dir hast. Wenn du zu Hause eine Obstschale stehen hast und ganz oben befindet sich ein Apfel, der zur Hälfte schon faul ist, was tust du dann? Klar, du gehst nachher Self-Meditation machen. Alles klar. Oh, ist das ein schönes Schlusswort. Christian, ich danke dir. Ja, wir haben hier in einer Stunde jetzt die wesentlichsten Fakten geteilt. Natürlich war es auch unsere Meinung. Ja, es gibt hier keine Neutralität. Wenn ich versuchen würde, neutral zu sein, dann wäre ich wie ein Psychologe im 19. Jahrhundert. Ja, das, was Freud geteacht hat. Aber ich kann und will mich an dieser Stelle und darf mich auch nicht zurücknehmen, ja, weil das ist entscheidend. Ja. Wir brauchen diese Figuren, die authentisch sind. Und niemand, der authentisch ist, kann sich so weit zurücknehmen, dass er neutral ist. Ja. Gibt es gar nicht sowas. Ja. Gibt es nicht. Also, ich hoffe, ihr habt euch den Link rausgeholt. Ich poste ihn auch nochmal für die Leute in die Facebook-Gruppe. Hol den mir jetzt mal. Und ja, genau. Wenn das gefallen hat, gerne auf mein Facebook. Also mit Freundschaftsanfragen ist gerade ein bisschen schwierig, aber vielleicht bei Human Essence in Coaching-Brief bei uns eintragen, wie auch immer oder so, dass man in Verbindung bleibt. Das würde ich wichtig finden. Die drei Riesenblogs, die ich da geschrieben habe, sind, glaube ich, recht spannend. Schaut euch die gerne an. Und vor allen Dingen aber auf jetzt im Moment bei mir auf meinem Facebook-Kanal sind wirklich tatsächlich sehr, 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 sehr tolle Infos für alle die im Moment so denken, na, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mir doch mal ein paar andere Seiten anschauen. Da ist wirklich sehr viel Aktuelles gerade drauf, wo es um Zahlen, Daten, Fakten, um Hintergründe geht und tatsächlich etwas, was einen ein Stückchen wacher macht. Ja, sehr stark. Ja. Ich danke dir an dieser Stelle. Danke an alle, die noch da sind. Ja. Und wir hören uns auf bald. Ciao. Bye-bye.